willkommen auf meinem Kanal und schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Heute habe ich mal wieder einen DM-Haul für euch, weil ich war vor einigen Tagen wieder bei DM und habe wieder unglaublich viele Sachen mitgenommen, die ich, wenn wir uns ganz ehrlich sind, nicht mal wirklich brauche. Aber ich habe es auch bis jetzt noch nie geschafft, ohne zumindest mit einem Teil wieder aus dem DM herauszugehen. Und da DM-Hauls wirklich sehr gut bei euch ankommen, dachte ich mir, okay, was soll's, ich zeige euch heute auch mal wieder all die Produkte. Und ich werde euch die Produkte zeigen und einige, die ich noch nicht kenne und hier und jetzt testen kann, werde ich auch gleich live testen und euch da so mein ehrliches Feedback dazu geben. Also falls ihr wissen wollt, welche Produkte ich gekauft habe, dann bleibt gerne dran und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. So, ich beginne jetzt auch gleich mal bei dem ersten und das ist auch das einzig Essbare und zwar ist das dieser Tee hier von Kappa, der nennt sich Little Dreamer. Und zwar ist das ein Bio-Kräutertee mit Kamille, Zitronenminze und Lavendel. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich an diesen Aufstellern von dieser Marke schon vorbeigelaufen bin. Sicher schon 100.000 Mal. Dieses Mal dachte ich mir, komm, nimm einen mit, teste mal aus, weil ich finde eigentlich das Packaging von denen wirklich sehr, sehr schön. Und natürlich kann ich das jetzt testen. Das werde ich auch gleich machen. Ich habe da bereits ein heißes Wasser vorbereitet. So. Hier steht zwar, der soll eher vor dem Schlafengehen getrunken werden, aber ja, no risk, no fun, kann man sicher auch um 12.14 Uhr trinken. Vollkommen egal. So. Und ich werde ihn jetzt so circa 6 Minuten ziehen lassen, das heißt, das Feedback zu dem Tee bekommt ihr dann im Laufe des Videos. Und deswegen mache ich auch gleich weiter mit den Beauty-Produkten. Und zwar habe ich hier von Evelyn den Express Nageljagdentferner. Ja, einige, die das noch nicht kennen, werden sich wahrscheinlich denken, was ist das? Also, es ist ein Schwämmchen getränkten Nageljagdentferner. Also man steckt da einfach nur den Finger rein, dreht ihn ein paar Mal und der Nageljag ist dann komplett weg. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mir den jetzt schon nachgekauft habe, weil ich finde das so super einfach. Der einzige Nachteil bei dem ist, dass das bei den Zehen einfach nicht funktioniert. Den gibt es zwar auch von, ich glaube, Maybelline oder anderen Marken, nur kostet der, glaube ich, 8 Euro oder so. Und der von Maybelline ist super günstig, hält wirklich lange. Und dann komme ich zu einem Produkt, das ich auch schon kenne und schon sehr oft nachgekauft habe. Und zwar sind das von Balea die Anti-Mitesser Nose Strips mit Salicylsäure und Teebaumöl. Und vielleicht kommen euch die bekannt vor. Ich habe die nämlich schon in meinem Maskenvideo bzw. in meinem Maskensammlungsvideo und die 10 besten Balea-Produkte Video gezeigt. Und die sind mir mittlerweile ausgegangen, deswegen brauchte ich neue. Und das sind, falls die einige von euch nicht kennen, das sind so ganz normale Streifen, die man sich auf die Nase gibt, also vorher ein bisschen die Haut anfeuchtet, die dann ca. 10 bis 15 Minuten drauf lässt. Und wenn man die dann abzieht, sollen auch die Mitesser und die Unreinheiten einfach aus den Poren gezogen werden. Und ich habe mich da wirklich schon durch sehr, sehr viele von diesen Streifen durchgetestet. Und das sind wirklich die einzigen, die wirken. Also bei mir persönlich. Ich halte von den anderen leider überhaupt nichts, die funktionieren bei mir gar nicht. Da geht wirklich sehr, sehr viel Schmutz, sehr viele Mitesser raus und die kosten, ich glaube, nicht mal 2 Euro. Also auch wieder super günstig, so wie alle Balea-Produkte eigentlich. Also ja, dachte ich mir, ich nehme die einfach mal wieder mit. So, und als nächstes habe ich zwei Make-up-Produkte und zwar von Catrice. Zum einen die True Skin Foundation und zum anderen den dazugehörigen Concealer. Die Foundation habe ich in der Farbe 010 Cool Cashmere und der Concealer ist in der Farbe 005 Warm Macadamia. Soweit ich weiß, sind das ziemlich neue Produkte von Catrice und ich war jetzt schon länger auf der Suche nach einer neuen Foundation, beziehungsweise ich wollte mir die, die ich sehr gerne mag, das ist die Perfect Match Foundation, wieder nachkaufen, nur gab es die nicht in der Farbe, die ich normalerweise verwende. Deswegen dachte ich mir, ich probiere einfach die Foundation mal aus und ja, da sah ich den Concealer und dachte mir, okay, warum nicht? Ich brauche zwar keinen, weil ich momentan ca. 3 oder 4 Concealer habe, aber egal, was kostet die Welt? Deswegen habe ich die beiden Produkte mitgenommen. Beide Produkte versprechen, dass sie feuchtigkeitsspendend sein sollen und auch ein ebenmäßiges, natürliches, mattes Hautbild verleihen sollen. Also, ich bin schon sehr gespannt. Ich werde zu diesen Produkten auch eine Review drehen. Also, ich werde
die beiden Dinge gemeinsam mit euch austesten. Das Video dazu gibt es dann am Dienstag um 19 Uhr. Also falls ihr wissen wollt, ob die Foundation und der Concealer was taugen, dann schaltet es gerne ein. Wie gesagt, Dienstag 19 Uhr. So viel zu dem. Und als nächstes habe ich hier von Balea die Cremeseife in der Duftrichtung Himbeere Magnolie. Also es ist einfach nur eine flüssige Seife für Seifenspender. Ich mag die ganz gerne, die trocknet die Haut nicht aus. Ich mag den Geruch sehr gerne und ja, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Also eigentlich eine ganz, ganz klassische Seife. Und dann habe ich hier ebenfalls von Balea, beziehungsweise von Balea Man, das Power Effect Koffein Shampoo. Und natürlich, das ist nicht für mich, sondern für meinen Freund, der brauchte mal wieder ein neues Haarshampoo. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. So ein bisschen Koffein schadet wahrscheinlich nie. Also nicht, dass er jetzt Haarausfall hätte, aber ja, warum nicht? Also es riecht wirklich so nach Männershampoo. Ich mag den Geruch sehr gerne. Und als nächstes habe ich hier von Evelyn eine Nagelfeile. Und zwar nennt sich die Profi-Feile. Die hat eine feine und eine grobe Seite. Und das ist wirklich mit Abstand meine Lieblingsnagelfeile. Und ich glaube, ich habe die so vor circa 6 Jahren entdeckt. Und seitdem habe ich mir die so oft nachgekauft. Teilweise auch andere Feilen verwendet. Aber ich liebe die einfach, weil die feine Seite so extrem gut meine Nägel feilt. Die brechen danach nicht ab. Ich mag die einfach. Also die kostet, glaube ich, auch nur so 1-2 Euro. Und ich glaube, ich kann jetzt meinen Tee schon mal kosten. Okay, riecht sehr gut. Also so ein klassischer Kräutertee. Ja, also diese Zitronenmelisse schmeckt mal gut raus. Die Lavendel auch noch ein bisschen. Ich wusste gar nicht, dass Lavendel gut schmeckt, aber in der Kombination finde ich den echt gut. Ist sehr angenehm zu trinken. Also den werde ich mir jetzt im Winter auf jeden Fall sicher nochmal nachkaufen. Aber gut, ich mache mal weiter mit den nächsten Produkten. Und zwar habe ich hier von Balea ein Oil-to-Milk Body Peeling. Und zwar nennt sich das Bamboo Care. Und ich fand eigentlich die Verpackung ganz süß. Das ist leider sehr, sehr oft der Grund, warum ich mir Sachen kaufe. Aber ich muss dazu sagen, eigentlich war ich auch auf der Suche nach einem Körperpeeling. Ich habe zwar eines, aber das ist leider sehr, sehr teuer. Es ist zwar auch sehr gut, aber sehr teuer. Deswegen bin ich momentan auf der Suche nach einer Drogerievariante. Und also das sind zwei Döschen drinnen. Also da ist eigentlich ganz schön viel Produkt drin. Ich werde jetzt mal einfach eines aufmachen. Also es sieht so aus. Es riecht sehr gut, sehr exotisch. Ein bisschen nach Ananas und Kokos. Also ich bin darauf schon sehr gespannt. Als nächstes habe ich hier von NYX den Epic Incliner. Und zwar ist der wasserfest. Also es ist so ein ganz normaler Eyeliner-Pen. Ich bin momentan eher so auf der Welle, dass ich diese Eyeliner-Pens verwende, weil die einfach super einfach zu verwenden sind. Ich finde diese flüssigen Eyeliner zwar auch ganz gut, nur habe ich dann meistens auch den Eyeliner in meinen Wimpern. Das ist dann eher unangenehm, wenn das trocknet und man dann erst danach die Mascara drauf gibt. Und ja, irgendwie mag ich diese Pens ganz gern. Ich habe zwar einen, das ist so mein absoluter Liebling bis jetzt, aber der kostet leider 28 Euro und das ist mir dann doch ein bisschen zu viel für einen Eyeliner eigentlich. Falls ihr euch fragt, welcher das ist der Fenty Beauty Flyliner. Also der ist wirklich cool. Der ist auch sehr, sehr schön vom Packaging, aber ja. Deswegen habe ich jetzt einfach den mal mitgenommen. Und ich finde, der ist auch sehr schlank, liegt gut in der Hand. Und vor allem die Spitze ist super präzise. Und ich weiß, ich habe jetzt zwar schon meine Mascara oben, aber ich werde den jetzt einfach auch mal testen. Also ich muss wirklich sagen, der ist tiefschwarz. Es reicht, wenn man da einmal drüber geht. Man hat eine wirklich sehr gut pigmentierte Linie. Also das finde ich echt gut, also für den Preis. Ich bin schon mal sehr beeindruckt. Also man kann sich damit super einfach einen Wing ziehen. Also es ist wirklich einfach. Der ist wirklich präzise. Man muss nicht sehr oft drüber gehen. Das heißt, die Chance, dass man den Wing ein bisschen verkackt, ist eher kleiner. Weil bei mir kommt das sehr oft vor, wenn ich Eyeliner habe, wo
die Pigmentierung einfach kompletter Schrott ist und ich da 50 Mal drüber gehen muss und irgendwann sieht der Wing dann einfach auch nicht mehr gut aus. Falls ihr euch fragt, warum ich über diesen, falls man das sieht, über den Wing einen Punkt habe, ich bin einfach ausgerutscht, beziehungsweise das ist unabsichtlich passiert. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Also ich habe wirklich nicht gedacht, dass ich das jemals sagen werde, aber der ist wirklich aus meiner Sicht genauso gut wie dieser Flyliner. Also ich bin wirklich sehr froh, dass ich den gekauft habe. Der ist, ja, sehr, wirklich sehr gut. Also ich liebe den. Aber gut, ich mache jetzt auch mal weiter. Und diejenigen von euch, die mein Maskensammlungsvideo gesehen haben, die wissen vermutlich, dass ich sehr, sehr viele Gesichtsmasken habe und mir eigentlich geschworen habe, dass ich die vorher mal aufbrauche, bevor ich neue Masken kaufe. Ich habe leider meinem eigenen Vorsatz ein bisschen widersprochen und habe ein paar Gesichtsmasken mitgenommen. Und zwar habe ich hier einmal von Mon die Golden Hydrogel Eye Pads. Also es sind Augenmasken und die kenne ich bereits, also die habe ich mir auch schon ein paar Mal nachgekauft. Und das sind auch aus meiner Sicht die besten Augenpads aus der Drogerie, weil die wirklich schön Feuchtigkeit spenden und auch die Augenpartie sehr erfrischt aussehen lassen. Und das tun leider all die anderen Augenpads, die ich bis jetzt ausprobiert habe, überhaupt nicht. Deswegen mussten die auch wieder mit. Und da ich ja so wenig Gesichtsmasken habe, habe ich hier gleich drei mitgenommen. Und zwar zweimal hier die gleiche von It's Skin. Und zwar in der Richtung Olive. Und die Masken kenne ich bereits. Also ich hatte die schon mal in der Richtung Avocado und Granatapfel. Ich war so begeistert von denen. Also mein Gesicht war super gut mit Feuchtigkeit versorgt und hat einfach toll ausgesehen. Also wirklich, wirklich schön. Und deswegen dachte ich mir, ich probiere jetzt mal die aus. Die sollen laut Verpackung strapazierte Haut nähern und Rötungen lindern. Also ich habe zwar keine Rötungen, aber ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob meine Haut unbedingt strapaziert ist, aber gut. Wird sicher funktionieren, also ich bin schon sehr gespannt auf die beiden. Und dann habe ich hier nochmal von, ich hoffe man spricht es richtig aus, Mon. Also das ist die Marke von Stephanie Giesinger. Da habe ich jetzt noch so eine Beauty Booster Maske. Und zwar gibt es da Schritt 1 und Schritt 2, also zwei verschiedene Päckchen. Schritt 1 ist ein Peeling, Schritt 2 ein Booster. Also ich fand das eigentlich ganz interessant, habe es mitgenommen, ohne natürlich wieder mal die Anleitung zu lesen, beziehungsweise wofür diese Maske eigentlich sein soll. Okay, also die Peeling-Maske ist wirklich auch eine Maske, die man sich auf die Haut gibt, das Ganze einwirken lässt und danach wäscht man das Ganze mit Wasser ab und ja, reibt das Peeling dann so in kreisenden Bewegungen auf der Haut. Dadurch sollen tote bzw. abgestorbene Hautzellen entfernt werden. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Und diese Boostermaske ist einfach so eine ganz klassische Gesichtsmaske, die man sich drauf gibt und dann entweder den Rest einmassiert oder mit einem Kosmetiktuch abnimmt. Also auf das bin ich schon wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Und dann die letzte Gesichtsmaske ist von, wenn ich es richtig ausspreche, Misha. Und zwar ist das die Tea Tree Gesichtsmaske, also Teebaummaske, genau. Und zwar soll die empfindliche Haut beruhigen und die Talgproduktion regulieren, nicht reduzieren, regulieren. Ich bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis. Als nächstes habe ich dann noch ein Lippenpeeling mitgenommen und zwar ist das auch wieder von NYX. Das nennt sich This is Everything Lip Scrub. Ich werde das jetzt einfach auch gleich mal ausprobieren. Das riecht doch sehr gut, also so ein bisschen nach Kaugummi. Ich werde jetzt einfach ein bisschen was davon verwenden. Mein Lippenstift ist eh schon wieder komplett weg. Ich habe das jetzt nur ziemlich kurz gemacht. Eigentlich sollte man das ja ca. 60 Sekunden lang machen. Aber ich muss doch sagen, dafür fühlen sich die Lippen eigentlich sehr weich an. Also wirklich, wirklich gut und man braucht auch nicht sonderlich viel davon. Macht bitte nicht den Fehler, versucht das dann zu essen. Einige werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, ist die komplett bescheuert, die will ein Lippenpeeling essen. Ja, das hat einen Grund, weil ich habe eines von Lush, genau, und die kann man dann eigentlich alle, soweit ich weiß, essen. Also die schmecken
Meins schmeckt nach Kaugummi. Es ist wirklich gut, also die sind wirklich so süß. Schmeckt einfach super gut. Ja, das sollte man eher nicht essen. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Und dann habe ich hier noch von Balea das Volumenpuder. Und zwar nennt sich das Bloomy Dreams. Und es soll einen voluminösen Look zaubern. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe das gestern schon mal ausprobiert. Einfach weil ich so neugierig war, ob das funktioniert. Weil ich hatte schon mal so ein Volumenpuder von Taft. Das habe ich dann aber irgendwann mal weggeschmissen, einfach weil es schon super alt war. Ich habe mir das dann reingegeben. Also man streut sich das so sozusagen einfach so an den Ansatz und massiert das dann ein. Und normalerweise soll es dann einfach Volumen geben. Und das tut es zwar ja, so mittelmäßig. Das Einzige, was mich bei so Volumenpudern bei dem wirklich sehr, sehr stark stört, ist einfach die, ich weiß nicht, wie soll man sagen, wie sich die Haare danach anfühlen. Also so richtig verklebt, und bei dem Puder hatte ich wirklich das Gefühl, als hätte ich so Superkleber, nein, nicht Superkleber, sondern diesen Klebestick, falls ihr wisst, was ich meine, von Uhu, diese Sticks, die nicht flüssig sind, das hätte man das in den Haaren. Also es war super widerlich und sonderlich voluminös waren sie das auch nicht. Also ich teste das jetzt nicht mehr vor der Kamera aus, weil ich mir dann gestern die Haare gewaschen habe. Das habe ich eigentlich immer gemacht, wenn ich so Volumenpuder verwendet habe. Aber bei dem war es wirklich sehr extrem. Und das Problem ist, sobald man so ein Volumenpuder in den Haaren hat, also zumindest ist es bei mir so, ich schaffe es dann nicht mehr, die durchzufrisieren. Also am Ansatz kommt man dann überhaupt nicht mehr durch. Das ist, glaube ich, so der einzige Fehlkauf bei diesem DM-Haul hier. Aber gut, so nochmal zum Tee. Ja, schmeckt noch immer gut. Und ja, Leute, das waren jetzt all die Produkte, die ich bei DM gekauft habe. Ich hoffe natürlich wie immer sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert auch sehr gerne meinen Kanal. Und ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!